Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Bei mir dem Shining. So, beim letzten Mal haben wir viele Monster bekämpft, darunter einen neuen Frosch. Haben eine weitere unnütze Zwiebel gefunden. Ich sage unnütz, weil sie nur 20 Pigments eingebracht hat und demnach nicht sonderlich wertvoll war. Ja, und heute sind wir hier im verborgenen Innenhof. Und gucken uns erstmal die Karte an. Okay, nichtssagend. Nutzen wir mal die Erkundungsdrohne. Okay, da sollten wir zuerst hin. Da sehe ich eine Tube. Ich dachte erst beim letzten Mal, das wäre ein Mensch. Ach, guck mal, die schlägt selbst bei der Erkundungsdrohne aus, das Signal. Gut zu wissen. Also da ist was. Da sind blaue Pigments. Da ist ein Gummientchen. Und da sehe ich doch auch irgendwas im Wasser. Das sind die drei wichtigen Punkte auf jeden Fall. Würde ich sagen, gehen wir hier mal zuerst hin. Ach, guck mal, die sind schon am Fighten. So, hier schon mal den Weg auf. Die Pikmins da, die schaffen das schon. Ich habe gerade alle Pigments auf einmal nach unten geschickt. Dann gehen wir jetzt auf der Seite hoch. Da müssen wir auch dieses wurzelartige Ding entfernen. Hier ist auch 100 pro irgendwas versteckt. Okay, die maximale Anzahl an Pigments zieht schon mal. Machen wir mal die Eier auf. Das dachte ich mir. Ich verstehe, wie dieser Gegner funktioniert. Normal dran schicken bringt bei denen nichts. Okay, das Ei war echt. Das Ei war auch mehr oder weniger echt. So, bleibt mal hier. Den See muss ich zueisen. So, die Pigments, die beim Abfahrtspot geholfen haben, die kamen da gerade. Hier geht's weiter runter. Das ist nur eine Ebene, ist wäre falsches Denken gewesen. Die wurden ordentlich auseinandergenommen. So, ist irgendwas noch hier auf der Karte? Nee, das Teil hat gesagt, hier ist nichts mehr. Gut, dann können wir ja weiter nach unten. Oh, erst 25%. Okay, das hier sind wahrscheinlich vier Ebenen. Da sehe ich doch schon direkt was versteckt. Hier ist wohl jemand gestrandet. Komm mit.
Da ist ein dicker, fetter Orkalock. Kann ich diese Fontänen vereisen? Ich glaube, wenn ich einfach alle dran schicke, ist das Ding schnell kaputt. Die Wasserfontäne mögen auch die Eispigments nicht. Watch im Boden ist ja gerade nicht mit der Situation umzugehen. So, das wird abtransportiert. Wieder so ein Kärtchen. Ja, wie gesagt, hier ist Ausgang. Oder besser gesagt, nächste Ebene. Ich habe gesehen, dass du dich bewegt hast. Elektrospinne. Ekelhaft. Warte mal. Das wollte ich hier zuerst gucken. Eventuell ein weiterer Durchgang. Okay, hier gibt es nicht wirklich Abkürzungen. Das heißt, Abtransport. Angriff! Oh, ich habe ein neues System freigeschaltet, stand da gerade. Da ist noch so eine ekelhafte Spinne. Angriff! Was, obwohl ein selbes Element juckt es kaum? Ich dachte mir schon, dass die aufwacht. Okay, jetzt heißt es nur noch Abtransport. Da ist nochmal so eine ekelhafte Spinne. Hey! Wie fies sind denn diese Spinnen? Die können mir das ja einfach wegschnappen, während ich es trage. Ach, hier war auch noch ein Kiwi. Auch da gespannt, wie sie später heißt. Was steht hier auf der Visitenkarte? Vetonia, Forschungsteammitglied. Hayaplit Oguha. Konzentriert und intelligent. Sie trat dem Team bei, um mit ihren unkonventionellen Methoden andere Lebewesen zu erforschen. Sie möchte also andere Lebewesen erforschen. Dann ist sie bestimmt wegen der Pigmen und der ungewöhnlichen Fauna hier. Irgendeinen Grund haben die ja immer. So, war das dann alles? Ja, hier ist jetzt sonst weiter nix. Kommt mal ran, Jungs und Mädels. Dann mal weiter nach unten. So, Ebene 3. Unglaublich, 4 Ebenen. Okay, Erkundungszone erstmal... hier kurz drüber gucken. Da ist wieder so ein ekelhaftes Vieh. Da ist der Ausgang. Das ist 100% ein Fake-Ding, wenn das schon so einsam in der Ecke steht. Hier ist so eine Knolle zum Verbessern. Okay, hier ist nicht so extrem viel. Du bist 100%ig Fake.
Oder auch nicht. Ich hätte jetzt schwören können, dass das Fake ist. Ich lasse die Gelben hier mal arbeiten. Hilf da. Haben wir jetzt den da fertig. Kommt einfach mal her. So, die Gelben kommen angerannt. Macht das schnell kaputt. Oh, eine leckere Zitrone. Wartet, bleibt mal eben kurz. Dieses riesige Ei ist doch so verdächtig. Okay, wenn es größer ist, ist es immer so ein Fake-Vieh. Großes Ei, Fake. Dafür, dass das vier Ebenen sind, sind diese Ebenen echt klein. Das ist schon wieder so ein Fake-Mon. Da muss ich von der anderen Seite aus dran. Aber das kann ich ja hier holen. So, die Gelben lasse ich da schon mal graben. Das war offenbar auch das letzte Objekt. Ach, diesmal wurde ich anders reingelegt. In dem großen Ei war das Vieh zwar nicht drin, aber es kam einfach daneben runter. Irgendwas ist da auf dem Weg. Die miesen Mistviecher. So, die wird dann jetzt auch nach Hause gebracht. Dann können wir mehr Pigments standardmäßig mitnehmen. Die Knoblauchknolle wurde nach Hause gebracht. So, irgendwer, der noch mal ein bisschen was braucht. Dann auf zur vierten und wahrscheinlich letzten Ebene. Wir haben hier leider ein paar Pigments verloren. Vier Ebenen ist schon krass. Oh. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Hier ist noch mal eine Person gestrandet, wie es scheint. So, dann kommt mal mit. Ich glaube, ihr erwartet uns ein Boss.
100% muss ich das Ding angreifen. Angriff! Warte mal! Ich habe eine gute Idee! Das Eis funktioniert auch von innen. Wisst ihr was, Leute? Macht ihn kaputt. Ich muss warten, bis der Schweif rausguckt. Dann kann ich ihn rausziehen. Macht ihn fertig. Tut mir leid, Ochin. Das hier ist gerade wichtiger. Wir haben ihn vernichtet. Das erinnert mich an irgendetwas, das Ding. Ich weiß gerade noch nicht, an was. Erstmal die Person nach Hause. Das war, glaube ich, auch das Einzige, was wir hier mitnehmen konnten. Nee, da ist noch eine Maske. Bin gespannt, wie das Vieh heißt. Tatsächlich habe ich keinen einzigen Pikmin an dem verloren. Mal sehen, ob die Visitenkarte uns weiterhilft. Oh, wisst ihr, wer das ist? Das ist Grimmied Spanel. Heimatplanet Uri, ein Arzt, der ungewöhnliche Fälle liebt, weil der Behandlung nur zu gerne mit neuen Medikamenten experimentiert. Hi. Sehr gut, wir haben einen weiteren unserer Kollegen gefunden. Spanel, ein talentierter Arzt mit einem großen Wissensschatz. Wir brauchen ihn, um Kranke und Verletzte zu behandeln. Vielleicht hat er sogar eine Idee, wie man den Gestrandeten helfen kann, die in Laublinge verwandelt wurden. Jetzt fehlt nur noch ein Mitglied der Rettungscrew, nämlich unser Pilot. Suchen wir also weiter, den finden wir 100% in den letzten Ebenen. Aber ich denke mal, Spanel zu finden war wichtig. Du hast unseren Arzt gerettet, Spanel. Sobald er aufwacht, wird er den Noblingen untersuchen. Es könnte sich schließlich um unseren Piloten Bernhard handeln. So, das könnt ihr auch direkt abtransportieren, ne? Das ist eine sehr, sehr schöne Maske. Mehr gab es ja auch offenbar nicht. Oh, wir haben eine Nebenmission gerade abgeschlossen. Weg zur Oberfläche. Und zwei Leute gerettet, darunter ein Rettungscrew-Mitglied. Das war sehr wichtig. So, und jetzt einmal durchgehen, wie die Dinge alle heißen. Emotionstarner. Goldene Delikatesse. Goldener Globus. Verkleidete Delikatesse. Nicht eine goldene. Himmlische Glocke. Naja. Kirschblütentalisman des Lebens. Bezauberndes Gummiteil. Dekorative Schmiere und den Zitrusklumpen. Aber am wichtigsten ist, wir haben ein weiteres Forschungsmitglied gerettet. Haben halt nur leider zwei Pigments verloren. Ja, komm hier raus. Ja, so kann man es auch machen. Mehr Pigment. Du kannst hier 10 Pigment mehr mitnehmen. Damit sollte es erkunden, um einiges schneller vorangehen. Ja, jetzt kann ich von jedem 20 haben. Und der Tag ist damit dann jetzt sowieso rum, ne? Komm, ich will es einmal ausprobieren.
Oh, ich habe nicht das Ultimativierspray, meinte ich. Aber lustig, wie es ausrastet. Seht nur, dieses Pikmin macht einen recht angestachelten Eindruck. Ach, Otschin auch. Otschin wirkt auch ganz energiegeladen. Dieses Spray ist ja ziemlich wirksam. Die Pikmin und Otschin wirken äußerst enthusiastisch. Wie es scheint, verleiht das Ultimativierspray ihnen zusätzliche Energie. Ihre Bewegungen werden schneller und sie erledigen ihre Aufgaben noch effizienter als normal. Ich will eigentlich das Heimkehrsignal mal ausprobieren. Ja, das funktioniert ganz gut. Das Motivierspray jetzt natürlich verschwendet. Na dann, ab nach Hause. Wieder daheim. Wir haben das Forschungsmittel gerettet, Pitonia, unser Rettungsmitglied Spanell und einen weiteren Laubling. Die ganzen Sachen, die wir heute gesammelt haben. So, Tochterkopf war das Teil, Blütenzauberstab, klebriges Juwel, Wachmacherknolle und orbitaler Kommunikationssatellit. Ja, so würden es manche auch betrachten, weil danach findet auf jeden Fall eine Kommunikation statt, wenn es durchs Fenster fliegt. 6 Pikmin haben wir verloren. Mögen wir ihre nie vergessen für ihre tapferen Taten. Spanell ist wieder da, Chefin. Langsam machen wir Fortschritte. Gut gemacht, Shining. Also, wo ist Spanell denn? Ich muss so schnell wie möglich mit ihm über die Laublinge sprechen. Tja, es ist so. Nachdem er aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgewacht war, hat er sich gleich wieder aufs Ohr gelegt. Er sagte, dass er eine Pflanze untersucht hat, die man nur nachts vorfinden kann. Also war er ziemlich erschöpft. Ernsthaft? Er hat nachts nach Pflanzen gesucht auf diesem Planeten? Wird das unsagbar gefährlich. Wir sollten wohl dankbar dafür sein, dass er noch am Leben ist. Komisch. Ich weiß doch, dass genau hier eine Flasche gestanden hat. Wo ist die nur hin? Ego, du hast doch nicht etwa aus der Flasche getrunken, die hier stand, oder? Oder? Hey, jetzt spreche mich nicht so an. Aber ja, habe ich. Sah lecker aus. Also habe ich einfach mal einen Schluck genommen. Mach mal nicht so eine große Sache draus. Hör mal, das war die Flüssigkeit, die Spanell in seinen Experimenten verwendet hat. Und das erfahre ich jetzt? Paul wird mir plötzlich so heiß. Geht es dir gut? Vielleicht legst du dich besser kurz hin, Digo. Ja, dieses Gespräch sollten wir zu einem späteren Zeitpunkt weiterführen. So, bin interessiert daran, mit Spanell zu reden, tatsächlich. So, jetzt weißt du so viel wie wir, Spanell. Digo zufolge könnte sich bei der geschadeten Person um Bernhard handeln. Mal überlegen. Das vorherrschende Symptom ist also die Belaubung, ja? In dem Fall könnte uns eine Heilung gelingen. Während ich gestrandet war, habe ich eine höchst interessante Entdeckung gemacht. Leuchtbauten, sie erscheinen nur nachts. Im Morgengrauen sondern sie einen Saft ab, der zersetzende Enzyme in großer Dichte enthält. Aus dieser Flüssigkeit sollte ich eine Medizin herstellen können, die die neu gewachsenen Blätter wieder verschwinden lässt. No. Echt jetzt? Ich meine, ja prima. Und dann finden alle raus, dass ich Bernhard im Stich gelassen habe. Oh je. Doch leider hat unser Freund Digo hier sich den ganzen von mir gesammelten Vorrat einverleibt. Also wird unser Neuling einige Nachtexpeditionen wagen müssen, um den Grundstoff für die Medizin zu sammeln. Ach, kein Grund für schlaflose Nächte. Außer natürlich im ganz wörtlichen Sinne. Ich spreche später nochmal an und ich erkläre dir alles, was du über Nachtexpedition wissen musst. Sehr gut. Dank Spanell könnten wir die Lösung für unser Laubling-Problem gefunden haben. Rettungscrew, auf eure Station, bitte. Erstatten, Chefin.
Ach, bei ihm mache ich Tagexpedition und bei ihm mache ich dann jetzt ab sofort Nachtsexpedition. Das klingt auf jeden Fall spaßig. So, was hast du denn jetzt eigentlich zu melden? Ein Disco? Muss hier denn jemand gerettet werden? Ich habe niemanden gesehen. Ich bin was? Eine Gestrandete? Ich war so in die hiesige Flora vertieft, dass ich das eventuell nicht mitbekommen habe. Du hast aber auch Probleme. Ulimas Notizen zufolge kann eine sogenannte Zwiebel mit Zwiebeln anderer Farben verschmelzen. Wirklich außergewöhnlich. Bitte unterstütze meine Forschung und lass es mich wissen, wenn du Zwiebeln miteinander verschmelzen lässt. Du hast die Zwiebeln bereits miteinander verschmelzen lassen? Mit anderen verschmelzen lassen? Ich habe Mission 1 geschafft, Mission 2. Wenn mir ein egoistischer Kommentar gestattet sei, ich hätte die Zwiebeln gern auch vor dem Verschmelzen untersucht. Da hinten ist eine zum Untersuchen. Na gut, hier kriege ich Bonus fürs Verschmelzen. Den kann ich wahrscheinlich wirklich nur nach den Nachtexpeditionen helfen. Ah, da bist du. Und du hast bereits eine Menge an interessanten Objekten gesammelt. Wirklich bewundernswert. Will es nicht, auch bitte nimm zum Dank dies an. Das war unser 50. Schatz irgendwo. Ich möchte so viele Schätze wie möglich begutachten. Denk immer dran, nichts ist toller als ein neu entdeckter Schatz. Oh, als nächstes 100. Okay, ich will jetzt aber wissen, wie hieß der Boss, den wir da unten fertig gemacht haben. Das war ein Zaparax. Den muss man aufpassen, die verstecken sich unter den Teilen. Kriechende Chrysantheme. Wir sollten eine Ausstellung mit kriechenden Chrysanthemen organisieren. Dort könnten wir handverlesene Exemplare vorstellen und dann bei einem Wettbewerb nach Größe und Farbe beurteilen. Da es jetzt echte Tiere sind, könnte man auch eine kleine Show mit einbauen. Die Leute würden Schlange stehen. Doch wie sollte man sich für einen Gewinner entscheiden, wenn jedes Exemplar auf seine Weise schön ist? Das war ein Eierling. Tarngel. Als Kind habe ich durch mein Mikroskop Organismen betrachtet, die ungefähr so aussahen, nur dass sie sehr, sehr viel kleiner waren. Dieser staatlichen Kreatur jedoch stellt man sich auf ihrer Futtersuche besser nicht in den Weg, denn für sie sind wir Mikroorganismen. Das war ein Trompetenschnabel. Manche von denen haben echt lustige Einträge. Oh, der hat einen nahezu endlosen Magen. Das muss ich begutachten. Der kann unendlich meiner Viecher schlucken. So, bei ihm können wir auch eine Nebenquest abgeben. Oh, das ist ja toll. Du hast so viele Pikmin erblühen lassen. So wunderschön. Da kriege ich ja auch nochmal was. Du bist noch nicht fertig, oder? Diese Welt braucht mehr Blumen. Lass sie erblühen, erblühen. 300 wieder mal. Aber das ergibt sich ja irgendwie nebenbei, ne? So, die drei Motivationen können wir dann jetzt noch ausgeben. Das Graben zu erweitern klingt gut. So, Graben 3 wurde gelernt. Okay, ich gönne ihm mal das Hundepaddel in 3, dann kann er nämlich auch im Wasser besser helfen. Das klang mir gerade am praktischsten. Weil dann kann er auch tauchen. So, und du hast neue Sachen freigeschaltet. Ich liebe es, wie die Wissenschaft das Unmögliche möglich macht. Haha, dann legen wir mal los. Oh, eine bessere Stirnlampe. Ja, wesentlich besser. Die gönne ich mir auf jeden Fall gleich. Ja, gönne ich mir instant. Ich erinnere mich, dass sowas echt nervig war, umgepustet zu werden. Problem ist, ich kann mir nicht die Flinkstiefel und die Stirnlampe gleichzeitig leisten. Ich würde sagen, ich gönne mir eher die Stirnlampe. Weil wir haben ja eine Nachtexpedition beim nächsten Mal vor. Ich spare dann jetzt auf die Flinkstiefel. Beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall die Nachtexpedition.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Thank you.